dann möchte ich noch einmal einen Beitrag machen über Gesichtsphysiognomie und Kriminologie und Anatomie und Gerichtsmedizin und gerichtlich beteiligte Sachverständigen und Einfühlungsvermögen und Schauen, die Schaukunst des Herrn Jesus Christ. Also, der Seher, damals wurde er auch als Prophet bekannt gemacht. Der schaut manchmal sehr intensiv mit ganz flüchtigen Blicken. Also ein Blick, verstehst? Kann sehr volatil angebracht sein. Der andere merkt es kaum, verstehst? Aber der andere, der betrachtet und der geschult ist, der schaut mit einem Augenblick und kann zum Beispiel ein Mädchen einmal anblicken, das er Wohlgefallen in seinen Augen findet, wie eine Augenweide, verstehst? Und er kann sich das so inbrünstig merken, die Schönheit der Figur, der Kurvung, verstehst, dass er mehr davon hat als ein anderer, der 5, 4, 10, 7 Generationen allein an sich reißt mit seiner Gier, verstehst? Also der talentierte, hochbegabte, verstehst? Der optisch begnadete Mann, der schaut sich eine Dirne an, eine Gestalt, und dann schließt er die Augen, die Lider, die Deckel lässt er fallen. Und in das Memorium prägt er sich tief die Gewalt der Kurven, die Schönheit ein. Und dann, im Traumgeschehen, verstehst? Revoziert oder evoziert er das wieder. Er spiegelt das wieder, immer wieder, ohne dass er die Willkür damit allzu sehr groß einschaltet. Und dann sieht man, der andere, der alles in seinen Händen hat und drückt und bang ist und alles will, verstehst? Und alles hat und besitzt, der schaut dann ein bisschen genervt aus, als hätte er einen Orgasmus zu viel erwischt, verstehst? Und da gibt es 7 Schichten des Sudore, der Ebenen von Schweiß, Schichten, die man auflösen kann. Also gute, geschulte Psychiater, vor allem im Süden, kennen das. Also diese überlagerten Gebilde von Befeuchtung, von Feuchtigkeit, Hydrogenium Einschlüsse und Überlagerungen, wo man auch die Temperatur natürlich ins Kalkül ziehen muss, verstehst? Also die Temperatur und die willkürlichen und nicht willkürlichen Züge. Zum Beispiel die Stirnfalten und die Querfalten kann man ja durch die Willkür der gesteuerten mechanischen Einflüsse der Muskeln bewegen. Aber es gibt andere, zum Beispiel bei depressiver Verstimmung, wo die die Kurven so runterfallen. Also wenn du so schlafst, dann hat man durch die Willkür nicht die Möglichkeit oder nur so irgendwie entstellend, entartet, sie so raufzubiegen wie zu einem Lächeln. Aber das ist dann so ein Lächeln, das nicht gelungen wirkt, verstehst? Also ein entstelltes irgendwie Lächeln, das nicht glaubwürdig wirkt, verstehst? Also sein hochgezogenes und eben, wie gesagt, wie wenn er manchmal am Hintersitz, am Gedönten seines gelackten schwarzen Autos ein bisschen zu viel Genuss hätte als zu wenig. Also ein bisschen zu viel ausgebrannt. Jetzt ein guter Ausbildner beim Militär, verstehst? Der sieht das auf einen Blick, der sagt, ich bin, verstehst? Keine Autorität, die über die Maßen dich fordert. Ich sage nur zu deinem eigenen Gunsten, zur Vitalitätsbildung, zur Todeserhöhung. Steh einmal, Junge, stramm, pasch, tu es. Jetzt. Verstehst? Und dann erkennt der General sofort, der Kommandeure, wird das dem Burschen was? Und dann versucht er sich in meine zu kleben. Ich möchte das, ich möchte im Admiral sofort werden. Aber sagt der General sofort, der Kommandeur weiß, da wird nichts. Verstehst? Du bist zu unzüchtig, du hast keine Selbstdisziplin. Das ist nicht das Vorschulden der letzten 3 Tage. Verstehst?
der aufgerüsteten, der gerade beginnenden Musterung, verstehst? Sondern das ist irgendwie die kumulative Kraft der Destruktion, die über mehrere Jahrzehnte durch Schande, Schunter, Inzest, Selbstdisziplinslosigkeit, Autoritätsmissbegünstigung, Meinheitsschneid und Korruption, als es sich ergeben hat. Verstehst? Da bist du nicht schuldfähig. Man kann da nicht sagen, junger Mann, ich mache aus dir einen Vorwurf, verstehst? Ich sage, du bist ein Bösewicht, du willst nicht, das kann ich nicht sagen. Du bist nicht vollkommen schuldfähig, verstehst? Du bist entartet irgendwie worden, verstehst? Durch die einseitige Hineinprahlung von alles Lob, falschen Lob und falsche Würdentrader für die Unzüchtigkeit, verstehst? Und leider hast du vergessen, in den letzten zwei Jahrzehnten eine der Qualitäten der Tugendhaftigkeiten auszubilden. Zum Beispiel Mut, Tapferkeit, Elan, Vitalität, stehen zum Leben und sagen, ja, Kamerade, gut. Liebe, Fördern, Tapferkeit, verstehst, Anmut, Zärtlichkeit, Glanz, das Leben auskosten, genießen und gleichzeitig redlich und tapfer und demütig zu sein und manchmal auch ein bisschen sparen können und austeilen, verstehst, nicht alles allein fressen und das stopfen, ist zu wenig Qualitari, Qualität und die Musterung. Und wenn man jetzt schaut zurück, die Mädchen, verstehst, kann ich die jungen Mädchen zeigen, 13, 12 oder 13-jährige Reihaustöchter, brauchst du nur schauen, einen Blick auf, wie kommt der Knabe, schaut ein bisschen überfordert aus, der hat schon gehabt, der muss sich abwenden, muss sagen, mit deinem Lächeln kannst du mich nicht überzeugen, wartest auf nächstes, gescheiter.